Ich war zu der Zeit dann tatsächlich in Russland. Und hast von Russland aus den ersten Vegansladen quasi organisiert und gebaut. Ja, das war, also wenn ich das heute noch irgendjemandem erzähle, die sagen, oh, du hast doch einen in der Murmel. Ich bin wirklich morgens 0.30 Uhr ging der Flieger von Berlin-Schönefeld nach Moskau geflogen. Um 5 hat mich mein Fahrer, Zeitverschiebung, fliegst 2,5 Stunden, hat mich mein Fahrer vom Flughafen abgeholt. Und nachmittags 16 Uhr bin ich wieder zurückgeflogen. Dann kam mir die Zeitverschiebung entgegen und habe dann die Zeit bis abends, nachts quasi gearbeitet und bin wieder zurückgeflogen. Das habe ich mehrere Monate gemacht. Ja, das ist total komplett irre. Aber was passiert, wenn du als Gründer oder Unternehmer für dich selbst ein Produkt baust? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Markt einem beweist, was der Markt gerne haben will. Und das ist selten das, was du als Gründer richtig cool fandest. Was ist bei euch im ersten Store passiert? Nee, uns haben sie die Bude eingerannt. Also bei uns war es wirklich, wir haben voll auf den Nagel auf den Kopf getroffen. Deshalb bin ich auch bei Daimler raus. Mhm. Es ist mir auch leichter gefallen, weil ich konnte gar nicht mehr anders. Das Baby war ja nur ein kleiner Laden. Ja. Also wenn du es mal bei Licht betrachtest, war das ein 175 Quadratmeter Ladenfläche. Also eigentlich ein großer Tante-Emma-Laden. Ja, aber mit Bistro, also mit Gastronomie, mit Kaffee. Okay, das war dabei. War alles dabei und der Laden dazu und eben ein Sortiment, was es zu 50% in Europa gar nicht gab, weil wir alles importiert haben. Also das ist ja schön. Du importierst Container, um einen Laden damit zu bestücken. Und das hast du alles selbst aus eigenem Cash finanziert? Ja, alles finanziert. Null Investoren, alles nur Alles, ja. Krass. Alles ja. Ja, das waren, erste Invest waren 700, 800.000 Euro und plus die ganzen Anlaufkosten. Ich hatte ja Studentinnen zwei, die ich quasi, während ich in Moskau war, haben die bei mir in der Wohnung gesessen und haben quasi Produkte gesucht, haben die in ein Warenwirtschaftssystem eingegeben und wir sind auf Messen geflogen, wir sind dann zusammen, ich bin von Moskau nach L.A. geflogen, wir sind von Berlin, haben uns dort getroffen, haben die Messe besucht, kamen wieder mit Packen voller neue Produkte und haben gesagt, so, das kommt noch in den Laden und das. Und ich erinnere mich noch, als wir 2000, das war lange vor Eröffnung des ersten Ladens, glaube ich 2010 oder 11, war ich in L.A., bin über die Messe da, die größte in Kalifornien, die Expo West, und bin dann an die Stände und habe gesagt, so, ich bin der und der, wir machen jetzt in Berlin einen veganen Supermarkt. Da haben sie sich alle kaputt gelacht. Mhm. Da haben sich alle kaputt gelacht und gesagt, okay, du willst von uns Ware haben?